Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute mache ich die Bubble Flower aus dem Resinkurs von der lieben Maika von resinkurses.com. Ich habe meine Farben schon angemischt, weil wenn ihr das genau wissen möchtet, dann bucht euch bitte den Kurs. Da ist alles genau erklärt. Ich habe im Prinzip mir drei Farben gemischt. Ich zeige euch die Farben, die ich genommen habe. Die Resin-Inks von Stefanie Etter. Ich habe einmal Coral, Campari und Lapislazuli gemischt. Das sind diese drei Farben. Dann hier gibt es dann etwas klareres Harz. Da habe ich weniger reingemacht. Das ist das Elderberry, ein schöner Lila-Ton. Und hier das Weiß. Das sind die Pigmentdrops. Oh. Auch von Stefanie Etter. Das Weiß. Oh, mein Gelb, das läuft aus. Ich muss mal meine Flaschen irgendwie wieder abputzen. Das ist ja schlimm. Ja, gut, ein bisschen Sauerei entsteht immer. Ich habe mir das gemischt. Es gibt die Bubble Flower. Sie probiere ich jetzt das erste Mal. Ich habe natürlich mein dickes Harz. Die Maika hat ein dünneres Harz genommen. Ich probiere es mit dem dicken Harz. Es ist im Prinzip alles in die Mitte rein. Vom Prinzip her, aber mal schauen, was es bei mir gibt. Jetzt gieße ich jeweils die Hälfte ungefähr von meinem Becherchen erstmal da rein. Also, das Lapislazuli. Was eine schöne Farbe. Mal schauen, dass ich die Hälfte habe und dass ich noch was übrig habe. Oh, sorry, oh Gott. Naja, dann nehme ich das Gelb, das Campari. Auch ungefähr die Hälfte. Ich bin mega aufgeregt, ob das funktioniert. Sie sieht wunderbar aus, wenn sie gut gemacht ist. Dann mein Rot. Das Koral. So, und jetzt kommt die Besonderheit. Jetzt kommt die Hälfte vom Weiß rein. Oh Gott. Ich bin gespannt. Auch vom Mischungsverhältnis. Ich habe ein anderes Harz als die Maika. Dann macht es schon mal viel aus. Ich habe andere Farben. Und ja, schauen wir einfach mal, was rauskommt. Vielleicht wird es ja ganz gut. So, das ist jetzt das Lapislazuli. Dann hatten wir das Gelbe, das Campari. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ich kann gerade schlecht schauen. Ich möchte es hier nicht so daneben gießen. Aber ich denke schon, dass es passt. Und noch das Rote, das Korall. Es ist der Hammer. Es sieht immer so unscheinbar aus. Man gießt irgendwas zusammen. Und am Ende können wirklich wunderbare Sachen rauskommen. Können. Müssen nicht. Das macht viel aus. Das richtige Harz und so weiter. Das Weiß, das restliche Weiß gieße ich rein. Ich habe auch ja, die Silikonform von Resinkurses. Die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Dankeschön nochmals dafür, Maika. Das ist so toll. Das ist die Kristallform. So, und jetzt muss ich mal hier kurz mit dem Feuer drüber. So viele Bläschen hier. Ich rühre den auch nochmal rum. Das ist mein klares zum Aufgießen. Ja, es ist zwar jetzt hier in meinem Raum warm, aber im Winter ist es anders zu gießen als im Sommer. Das stimmt schon. Es bildet sich dann eher so eine Schicht drüber, eine Haut drüber. Ich hoffe, dass es funktioniert alles. Ich merke schon, mein Harz ist ein bisschen anders als sonst. Aber egal, welches Harz ich benutze, sind alle irgendwie komisch, sage ich mal. Moment, ich muss ganz kurz mit Föhn noch drüber. Moment bitte. So, das war's schon. Das ist echt blöd bei dem Wetter, aber man möchte natürlich trotzdem kreativ sein. So, jetzt gebe ich alles hier in die Mitte rein. Ich kann alles reingeben, die Form, die verträgt die Menge, die ich angemischt habe. Hätte sogar noch Platz gehabt. Naja, so, jetzt ist alles drin. Cool. Das sieht jetzt komisch aus. Muss ich zugeben. Aber ich habe gesehen, was rauskommen kann. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Bin mega gespannt. Das muss ich jetzt nach innen bewegen. Wie gesagt, bei mir ist es ein zähes Harz. Da geht es alles ein bisschen länger.
sind einige Bläschen da. Passt auf, dass ihr euch die Form nicht verbrennt, das Harz nicht verbrennt. Ich gehe meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Ich werde ein bisschen drüber föhnen. Ich versuche das vorsichtig zu machen. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Aus von Zeit. Also es hat sich ja hier eigentlich nicht mehr viel verändert. Bin mal gespannt, ob da was entstanden ist. Ah, ein bisschen weich ist vielleicht noch. Ach Gott, ich bin so aufgeregt. Oh, wow. Wow, es ist keine Bubbleflower in dem Sinne. Wow. Oh, das ist ja mega. Oh, ich bin total geflasht. Das ist ja super. Keine Bubbleflower. Die Bubbleflower macht man mit dem dünnen Harz, mit dem dünneren Harz. Ich habe halt wieder meinen Mastercast verwendet. Wow, mega. Glitzer. Mega, mega schön. Wow, ich bin total, wow, total fasziniert. Bisschen sprachlos, glücklich. Oh, seht euch diese vielen Blütenblätter an. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, Mann. Und das Glitzer, das passt genau rein. Das ist echt super. Also hinten sieht es so aus. Man kann es nicht erahnen. Und manchmal kommt dann sowas dabei raus. Boah. Mega, mega cool. Bin total positiv geschockt. Oh, gefällt mir sehr gut. Boah, lasst mal euren Kommentar da. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Ein Abo. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao.